So, das erste Radrennen im Jahr und ich hasse das erste Radrennen im Jahr. Man weiß nicht, wo man steht, alle fahren nervös, irgendwie gefällt es mir nicht. Auf der anderen Seite bin ich auch super gespannt, wie ist die Fitness, hat sich das Training bezahlt gemacht, jetzt war ich 2 Wochen krank, 1 Woche im Urlaub. Wird es reichen, um überhaupt irgendwie mit der Hauptgruppe reinzukommen? Das ist ein Kriteriumrennen. Es wird auf jeden Fall hart. Ich werde reinhauen, egal was kommt. Natürlich will ich gesund durchkommen. Also ich bin super gespannt. 30 Runden, circa 1,2 Kilometer. Das heißt, es wird schnell und es wird anstrengend. Ja, schauen wir mal. So, das geht auch gleich gut los. Der vor mir kommt nicht in die Pedale. Anstatt einfach links oder rechts vorbeizufahren, bleibe ich erstmal dahinter. Alles andere um mich herum fährt nach vorne. Und schon bin ich von Reihe 2 in Reihe 10 und fahre sozusagen erstmal gleich von Anfang an hinterher. Ja, und der Kurs für mich maximal schlecht. Kurze Geraden, mehrere Kurven, die langsam angefahren werden und dann aus der Kurve raus mit 600 bis 800 Watt antreten, um dann wieder auf Tempo zu kommen, um wieder abzubremsen und wieder mit 800 Watt aus der Kurve rauszugehen. Und ja, das ist sozusagen nichts für mich und macht mich relativ schnell kaputt. Hier kann man auch schon sehen, wenn ich aus der Kurve rauskomme, fehlt mir praktisch eine Länge zum Vordermann. Das muss ich dann wieder auf der Geraden ranfahren. In dem Moment, wo ich rangefahren bin, geht es auch wieder aus der Kurve raus. Und so geht es dann weiter. Also ich glaube, an dieser Stelle habe ich auch schon einen Puls von 180. Mein Maximalpuls liegt bei 190. Also das geht zwar für 40 Minuten, aber ist alles andere als das, was für meine Stärken gemacht ist sozusagen. Aber gut, ist ein Radrennen und soll ja auch ein bisschen Spaß machen und fordern, aber es gehört nicht zu meinen Lieblingskursen hier. Ist auch relativ schmal und auch hier, man kommt halt relativ schwer an den Leuten dann vorbei. Ja, und im Verlauf des Rennens merke ich, wie mein Sattel unter mir anfängt zu wackeln und das wird jede Runde stärker und stärker, bis ich dann aus dem Rennen rausgehen muss, weil die Sattelklemme sich so sehr gelöst hat, dass der Sattel droht abzufallen und ja, das ist dann einfach ein Risiko auch für die Fahrer hinter mir und für mich und deswegen habe ich mich dann entschlossen, nach ungefähr 15 Runden aus dem Rennen rauszugehen, habe mich natürlich megamäßig geärgert, aber wieder eine Erfahrung und beim nächsten Mal werde ich die Sattelklemme ein bisschen fester anziehen. Ja, ich war natürlich ziemlich enttäuscht, aber wie man hier sieht, es kann einen noch schlechter treffen. Ich muss hier raus! Ach du Scheiße!